Moin Moin, Freunde der fallenden Kerle und Typen. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV mit Tipps und Tricks zu Frostspitze. Der eine zentral entscheidende Stelle. Die kommt später. Das ist alles relativ selbsterklärend hier. Je nachdem, von wo das kommt. So, okay. Hier macht am besten Hechtsprung rein. Jetzt kommt die Stelle. Ihr habt hier zwei Möglichkeiten. Entweder mittig zu gehen, sprich mit solchen Sprüngen hier rüber. Oder ganz links. Wenn einer vor euch den Dash macht, dann fliegt die Kugel sogar über euch noch rüber. Das ist noch besser jetzt. Gut, da blockieren wir uns gerade ein bisschen. Aber es ist immer noch schneller, als ganz rechts zu gehen. So, soweit hier durch. Das war's. Das ist die entscheidende Stelle ist beim Schneeball. Entweder geht ganz links, macht einen Dash. Wenn einer vor euch das macht, umso besser und das drauf hat, dann fliegt der Schneeball über euch rüber. Wenn da keiner vor euch geht und ihr den Dash macht, verliert ihr etwas Zeit. Und immer noch besser als ganz rechts bei den Fäustlingen zu gehen. Das ist so der entscheidende Tipp. Auch wenn ihr mal schlecht startet, dann schafft ihr die Qualifikation auf jeden Fall immer noch. Oder wie gesagt, bei der Schneekugel mittig über die Katapulte springen. Könnt ihr auch komplett dann rüber machen. Diese beiden Möglichkeiten gibt es, die viel, viel Zeit sparen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.